Wir machen einfach mal direkt zur Adresse des Opfers hin und versuchen mal die ganzen Namen rauszufinden. Wie wär's damit? Rechnungsadresse der Wäscherei für Mrs. T. Terrelson. Okay. Rechnungsadresse muss nicht die Wohnadresse sein, die Wohnanschrift sein, ne? Oh, steh mir doch nicht so im Wege rum hier. Bleib genau vor der Nase stehen. Schrecklich. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic type, so a particular disposition for this stuff. Ja, genau wie Latinos, genau wie andere Typen von Menschen, ne? Ich meine, bisher hat man noch nicht so viel mit nordischen Typen zu tun. Schauen wir mal. Emerald Street, 43. 1.28 Uhr. Wobei, warte mal. 120. Das ist doch PM gewesen, also müsste es ja Nachmittag sein. Aber schaut euch mal um, das ist doch nicht Nachmittag. Ich bin verwirrt. Na gut, was soll's. Children at home. Auch ein Ehemann? Ah ja. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. Direkt vor den Kindern, die überhaupt keine Regung zeigen? Auch interessant. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. You see to your girls. Oh, scheiße, Mutti ermordet, na toll. Jetzt muss ich auch noch weggehen. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be alright, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem? Hast du nicht zugehört, du Balk? Let him search. You got nothing to hide. Gut, schauen wir uns mal um. Ja, direkt von den Kindern noch gesagt, dass sie tot ist, ne? Aber naja. Gut. Wir schauen uns mal kurz um. To check if she was a regular. Baron's Bar, okay. Schön, jetzt sind die Streichholzschächtelchen immer mal wieder doch von Bedeutung. Ist ein bisschen ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen willkürlich. Manchmal sind sie ihm wichtig und manchmal überhaupt nicht. If you'd excuse me, ladies. So, was haben wir denn da Schönes? Good to me. Okay, dann nicht. Kann ich mit denen eigentlich auch reden? Ne, ich probiere es jetzt noch nicht. Ich schaue mich erstmal weiter um. Irgendwie gibt es immer halb angeschnibbelte Möhren und Gurken, wenn wir irgendwo vorbeikommen, oder? Und der Abwasch ist auch immer gerade so in der Mache. Also, ist irgendwie immer gleich in den Küchen. Ich weiß auch nicht. I'll be out of your way momentarily, ladies. So, okay. Wir schauen uns nochmal hier hinten um. Eine Handtasche. So she went out without her handbag? Ja, ich wundere mich auch gerade. Normalerweise nimmt man die doch mit. Führerschein, Theresa Terrelson. Gut. Haben wir schon mal. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Haben wir schon mal jetzt zumindest auch einen Vornamen? Den hatten wir bisher noch nicht. So, und hier? Lipstick. Ja gut, ist halt benutzt, aber nicht irgendwie übermäßig. Ja, sie hat ja auch nichts weiter an ihrem Körper gehabt, an Lippenstift. Aber es ist schon merkwürdig, dass die Handtasche hier ist. Könnte natürlich sein, dass der Mann sie mitgenommen hat. Die Frage ist, warum haben die sich überhaupt getrennt? Das wäre mal von Interesse. Can see if Pinker can match the impression of the crime scene. Mal
mal wieder Größe 8, also die 41 sozusagen. Es kommt irgendwie erstaunlich oft vor, ich weiß auch nicht. Ich meine, okay, total nass. Lars was out in the rain last night. Gut zu wissen. Rotes Flanellhemd, falls das mal irgendwie wichtig wird. Ich weiß nicht, es ist jetzt zwar eine kleine, aber relativ durchschnittliche Größe an den Schuhen, aber wieso haben alle die Größe 41? Denen wir hier irgendwie begegnen, von denen wir die Schuhe uns anschauen. So, irgendwas hier draußen vielleicht? Ein Boot. Iva. Looks like a match with the ligature marks. Oh, dann sieh mal an, Bugseil. Sind wir schon fertig? Ich war doch noch gar nicht komplett durch in der Hütte, oder? Ich habe mir die Stube doch noch gar nicht angeschaut. Oder das Schlafzimmer. Irgendwas habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ja, wir schauen noch mal weiter. Nein, die wollte ich nicht noch mal. Baron's Bar again. Someone must be real sweet on this dive. Ich wollte gerade sagen, aber zumindest ist das schon mal der Beweis, dass die öfter da sind in der Baron's Bar. Also sollten wir dort auf jeden Fall mal vorbeischauen. Warum ist das Bild rumgeklappt, ist die Frage. I wonder why the picture was turned down. Selbe Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Drehen kann ich es nicht, okay. Gut, noch irgendwas? Nein. Aber ich glaube, es hat sich nochmal gelohnt, hier zu schauen. Oh, hier ist ja noch mehr. Noch eine Handtasche. Es könnte auch eine Handtasche sein, die sie mit sich rumschleppt. Die ist genauso interessant wie die andere Handtasche. Also man könnte ja durchaus auch was drin finden. Aber gut, wenn er meint, dass es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. So, bei den Kindern werden wir wohl nichts finden, denke ich mal. Wir schauen trotzdem nochmal. Junk. So kann man es auch nennen. Wahrscheinlich ist es nicht unbedingt Müll, aber wahrscheinlich für den Fall unwichtig. Davon gehen wir mal aus. Was ist das denn? It doesn't appear to be connected. Ich kann gar nicht erkennen, was genau das jetzt darstellen soll. Vielleicht irgendwas Religiöses, wenn es auf dem Neuen Testament rumliegt. So. Da wir jetzt hier nichts mehr weiter haben. Okay, nochmal eine Miniaturvariante von der Iva. Aber da können wir nichts weiter zu mitmachen hier jetzt. Okay, da wir jetzt sonst nichts weiter hier feststellen können, würde ich sagen, wir fragen wir ihn mal eine Runde. Auch wenn Galloway schon wieder weg ist, von mir aus. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Theresa. Das ist schon mal richtig. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Theresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Ja, es... Es klang eigentlich aufrichtig, ne? Und als Ehemann kann man auch durch die rosarote Brille sehen. Ich gehe mal auf Wahrheit. Es kann natürlich sein... das ist wieder so eine Sache. Ja, ich glaube nicht, dass das so offensichtlich wäre, dass jetzt irgendjemand... Komm. So you don't know anyone who Ach, Mann. Dead. No, I don't. Das ist wieder sowas, das kann sein, kann aber auch nicht sein. Das ist so ein bisschen blöd, finde ich, weil du kannst es nicht an irgendwas festmachen, ob jetzt sie irgendwelche Leute hätte, die jetzt ihr was Böses antun wollten. Du kannst bloß ihm entweder glauben oder nicht und ich hatte jetzt irgendwie keinen Grund, das zu bezweifeln. Also das finde ich immer so ein bisschen blöd, das daran jetzt irgendwie festzumachen. Naja, gut, was soll's. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Kann sein. Ist wieder dasselbe wie gerade eben. Die Frage ist, warum geht er dann nicht mit? Als Ehemann, normalerweise geht man dann mit, oder? Deswegen gehe ich mal auf, das ist jetzt eigentlich der einzige Grund, warum ich auf Anzweifeln gehe. Weil man normalerweise, wenn der Partner sagt, mir ist langweilig, lass uns nach Hause gehen, dann auch mit dem Partner nach Hause geht. You let your drunk wife leave the party and go off ja, on her own? Genau. Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. Bar down North Beaudry Avenue. Baron's Bar. Natürlich. She goes there, drinks too much, gets maudlin and calls me. I go and bring her home.
Irgendwie haben die alle dieselben Probleme, die Ehepaare, bei denen wir hier landen. Mr. Terrelson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Nein, ich glaube, sie war es nicht. Spill it, Terrelson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30. Maybe a little earlier. Tja, man sollte seinen Partner vielleicht erst dann heiraten, wenn man ihn auch gut kennengelernt hat, ne? Aber ich meine, damals war es ja ein bisschen anders, da hat man ja schon ein bisschen eher geheiratet. Aber ich meine, er ist schon 46, das heißt, er wird sie wohl schon ein bisschen länger kennen, eventuell. Ich weiß es nicht, aber naja, gut. Was soll's. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Würde zu dem passen, was er bisher gesagt hat, ne? Also, ich würde es jetzt nicht ausschließen unbedingt, dass er da nicht vielleicht die Wahrheit sagt jetzt. Why did you only report your wife missing this morning? I thought she would have called up last night from the bar. Thanks for answering our questions, Mr. Terrelson. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. We could break the husband's story right now. Call in, get some uniforms dispatched to check out his alibi. Was mich halt auch so ein bisschen immer an dem Spiel stört, ist, dass man wirklich nie so... Also, ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass ich nicht so denken darf, glaube ich ihm jetzt oder glaube ich nicht, sondern ich muss, glaube ich, wirklich immer so denken, wenn ich jetzt die Wahrheit annehme und es andersrum ist, könnte mir was entgehen. Beziehungsweise, wenn ich es anzweifle und es andersrum ist, könnte mir dann was entgehen. Ich glaube, das ist die Denke, wie es vielleicht eher funktionieren könnte, auch wenn ich das ein bisschen dämlich finde. Aber da man ja weiß, dass man letztendlich... Ja, cool, geht gleich weiter. Da man ja letztendlich weiß, dass man auf jeden Fall die Hinweise zur Lösung des Falls finden muss, weil es ja ein Spiel ist, das irgendwo begrenzt ist und das zu einem Ziel führt, passt es vielleicht eher. Ich glaube, ich denke halt immer zu offen dabei. Und nicht so zielorientiert, wie es für das Spiel notwendig wäre. Ich glaube, das ist mein Problem. Aber bisher muss ich sagen, in der Aufnahme klappt es ja noch relativ gut. Operator, Message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks. Wunderbar. Okay, dann mit dir geht's nicht mehr zu sprechen. I can't believe Teresa's dead. Tja, das kann ich mir vorstellen, dass es schwierig zu akzeptieren ist, aber ist halt so. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal bei der Bar vorbei. You believe this guy's story? Kind of rings true. Ja, eben. Und deswegen habe ich bei der letzten Frage auch Wahrheit genommen. Weil es für mich irgendwie plausibel war mit dem, was er vorher gesagt hatte. Das war eigentlich der Grund gewesen. Na gut, Bar, die das Mordopfer regelmäßig besuchte. Ab geht's. Wir schauen mal. Dort müssten ja zumindest die Leute sein, die sie als letztes lebendig gesehen haben. Das heißt, dort erwarte ich mir ein bisschen mehr an Hinweisen und Anhaltspunkten, was denn genau passiert sein könnte. So, ich habe mir gerade auch übrigens Gedanken gemacht wegen dem Fall davor. Die ganze Sache mit dem Braunfurt Coupé, das wurde gar nicht nochmal irgendwie aufgegriffen. Ne? Also das war so völlig aus dem Nichts heraus so Fall zu Ende. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Das hat mich jetzt doch ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, aber gut, was soll's. Konzentrieren wir uns mal auf den Fall. Oh, mein rechtes Vorderlicht ist kaputt, na sowas. 1:49 Uhr, laut Zeitangabe eigentlich 13:49 Uhr. Es sei denn, ich bin zu blöd, AM und PM zu unterscheiden. Aber gut, gehen wir mal rein.
Gents? Das ist eine Tanzbar? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Tarleton? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Okay, das passt ja schon mal mit dem, was der Ehemann gesagt hat, in der Babysitter sagt, dass sie, aber warte mal, halb neun hat sie sich von der Party verabschiedet und ist dann tanzen gegangen. Und als sie dann schon besoffen war, hat der Barkeeper versucht, zu Hause anzurufen und der Babysitter, der nur bis um neun da sein sollte, hat dann gesagt, dass der Ehemann bei der Party ist, bei der anderen Party. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wie schnell hat die sich besoffen? Das ist komisch. Na gut, was soll's. Letzter Kontakt mit dem Opfer. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Und da hat er angerufen? Das wäre nochmal interessant mit dem Ehemann dann, ne? Gut, kein Grund, das jetzt anzuzweifeln bei ihm eigentlich, glaube ich. On foot, in a car, by bus, how was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. I brought her socks. Sie scheint sich ja ein bisschen näher zu kennen, ne? This is a tasty burger. Okay, da haben wir, als das sie getrunken hat. Da ist sie aber ziemlich schnell besoffen geworden, ne? Von vier Drinks. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Warum schreibt man sich die Nummer von einem Taxi auf? Mit dem, selbst wenn es eine Freundin ist, warum schreibe ich mir die Nummer von dem Taxi auf, mit dem sie wegfährt? Finde ich komisch. Gut, was soll's. Ist mir recht. Aber das sind immer solche Sachen, die sind immer extrem konstruiert, finde ich, wenn es dann hier an die Nachverfolgung des Falls geht. Würde in Wirklichkeit keine Sau machen, sowas. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here. But nothing to fit that description. Ich gehe jetzt mal wirklich mit dem Denken ran, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn ich jetzt auf Wahrheit gehe und es doch gelogen ist, dann geht mir was. Im anderen Falle wahrscheinlich nicht, also zweifle ich es jetzt mal an. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all over. Promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Okay. Erstaunlich, das funktioniert sogar. Also ich sollte wahrscheinlich öfter so rangehen. Das funktioniert. Es ist verrückt. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Ach komm. Das wirst du aber mitgekriegt haben. Das sah jetzt nicht sehr glaubwürdig aus. She was murdered, Benny. Ach, Mensch. Totally murdered. If you like this lady, you should give us something. You telling me I'm not cooperating? Watch it, pal. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. Na gut, was soll's. This is Bates. That's him. Der sieht aus, als ob er wegläuft. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Oh, natürlich. Can't let the son of a bitch get away. Das war aber auch eine schlaue Idee, ihn erstmal anzuschreien von Weitem, Galloway. Es war so klar, dass der mir wegläuft. Der sah schon so aus. Geh weg. Ach, sieh mal an. Warte mal. Ich war gerade nicht darauf vorbereitet, dass ich jetzt hier... Ach, das habe ich nicht mitgekriegt, dass das sein Wagen ist oder mein, unser Wagen, was auch immer. Sorry. Bis zum nächsten Mal. Ich lass dich mal zurück, ne? So, wo muss ich denn lang? Wow. Scheiße. Ich kann nicht durch den Zaun fahren? Ach komm, das ist nicht dein Ernst. Erneut starten ist den ganzen Fall nochmal starten, oder? Oh, das ist jetzt aber scheiße. Sorry, Leute, aber das ist doch echt kacke jetzt. Ich kann nicht durch den Zaun fahren? Oh, komm schon. Oh, nein. Oh, shit.
Oh, das ist mies von euch, Leute. Oh, ich komm wieder ran, ich komm wieder ran. Komm schon. Jetzt auf der Parallelbahn. Fahrbahn. It could be our only lead to Terrellson's murderer. Komm schon. Okay, ich bin wieder dran. Wunderbar. Das war jetzt aber echt gemein, Leute. Also gut, dass ich das mit Galloway nicht gecheckt habe, dass der mir da vor die Nase gefahren ist. Das war jetzt eigene Dummheit. Ich dachte, das ist irgendjemand, der Leute den Weg fährt. Where are you headed? Oh Gott. Ich hätte vielleicht mal bremsen sollen. Aber das mit dem Zaun war jetzt schon fies. Irgendwie komme ich nicht ran. Scheiße. Ich komme nicht näher. Ist das überhaupt unser Polizeiwagen? Nee, ne? Das ist irgendein anderer. Jetzt habe ich ihn zumindest mal erwischt. Oh, endlich. Komm schon, jetzt bleib doch mal stehen, Mensch. Kannst du die Treppen nicht ein bisschen schneller nehmen? Aber ich glaube, jetzt entkommt er uns zumindest nicht mehr. Mensch, das war ja jetzt eine haarige Verfolgung, sage ich mal. Aber dass wir den noch kriegen, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Dafür, dass wir schon so einen Rückstand hatten und dann noch in einen unzerstörbaren Zaun reingefahren sind. Nun denn, das war interessant. Sackgasse, oder? Alright, you got me. I've had enough. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Wurden ihm nicht gerade die Hände auf dem Rücken gefesselt? Ich hatte die jetzt wieder frei gehabt. Na gut, stellen wir mal Fragen, währenddessen kann Galloway ein bisschen nachgefahren kommen. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. Ah, da ist er ja. I'm clear on that. She preferred a sailor. You can lay it off on him. Are we finished? Das soll alles sein? Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Deswegen hat sie wahrscheinlich so wenig auf ihrer Rechnung stehen gehabt und war hackebreit. Das kann natürlich sein. Okay, das ist gut, dass Galloway jetzt gerade mit dem kleinen Mini-Totschläger jetzt noch hinterhergerannt gekommen ist. Ist aber auch erstaunlich, dass hier niemand außer Puste ist, ne? Die sind gerade unglaublich weit gerannt und war sowieso eine aufregende Verfolgungsjagd. Aber hey, die haben's drauf, die Leute. So what happened when you left the bar? Sailor Boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Du weißt es nicht mehr, nachdem du eine gefeuert gekriegt hast. Ach nee, komm schon, hä? You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Ah, was sowas. I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Ach so, sorry, da wollte ich gerade mal was trinken, aber nein, da bist du gleich wieder hier. Na gut, wir gehen erstmal vor zur Telefonzelle. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt zu besprechen haben. Wahrscheinlich das Alibi abchecken, wo wir hier den Polizisten geschickt haben. Mal schauen. Phelps Badge 1247. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ach so. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Ah. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be. Sehr gut. Thanks for your help. Na, den wollen wir uns doch mal näher anschauen, ne? Stimmt, das mit dem Taxi habe ich schon wieder vergessen gehabt, dass wir da ja auch eine Fahndung ausrufen müssen.
Geht alles so fix hintereinander, da vergisst man schnell mal was, ne? Vor allen Dingen, wenn man ständig welche verfolgen muss hier. What the fuck? Get away. Steig sein. So, da sind wir mal bei einem Fall, bevor er ausgerufen wird, oder? Tatsächlich. So ein Zufall. Erfolgloser Raub. Hey, look, old man, we're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. Oh, schon wieder rennen? Das ist ja mal was ganz Neues. Oder muss ich schießen? Wo sind die denn? Hä? Was zum... Wo, was, wie, wo sind die denn? Bitte? Geht's hier nach unten? Ah, sagt man das doch eher. Das habe ich gerade nicht gecheckt, sorry. Okay. Oh. Hat einen Moment gedauert, bis ich begriffen habe, wo ich jetzt hin muss überhaupt. So, die sind schon wieder vorgerannt. Oh, warte mal, was? Oh, schon wieder runter. Mann, ist Galloway eigentlich an mir vorbeigerannt? Das habe ich nicht mitgekriegt. Oh, ich wollte jetzt sicher... Ha! Nett! Ich wollte jetzt sicher durch die Gegend rennen eigentlich. Oh, ich habe den nicht getroffen. Komm schon. Na gut. Das war's für dich. Und den habe ich nicht getroffen. So, jetzt aber. Oh, Zug. Ja, ihn hätte es jetzt voll erwischt, aber macht nichts. This is car 11K. Shots fired at South Flower Street, Scott's Garage. It's code 4 here, but suspect is down. I need an ambulance and coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. All units, 11K reports code 4 on the shooting at 410 South Flower Street, Scott's Garage, code 4. Na gut.